Tja, Leute, hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil des Weihnachtskalenders auf meinem Kanal. Und wenn ihr jetzt denkt, heute kommt wieder eine Zeitreise, dann muss ich sagen, es ist ein bisschen was anderes, was ich heute für euch mache. Ich dachte, es ist mal wieder ein Anlass, etwas anderes zu bringen, da heute Heiligabend ist und ich natürlich auch ein paar andere Sachen noch dazu sagen wollte und dazu bringen wollte. Vielleicht ist es für Heiligabend nicht ganz passend, aber ich habe mir gedacht, ich lasse euch im Hintergrund mal wieder ein COD-Gameplay mitlaufen. Ja, worum geht's heute, wenn ich da sage, es ist gut, das ist jetzt der letzte Tag im Adventskalender, es ist etwas anderes, etwas Besonderes. Ja klar, ich bringe mal wieder ein COD-Gameplay, aber wie gesagt, es geht nicht um das Commentary zu dem Gameplay, das soll nur als Background hier mitlaufen, sondern es geht letztlich darum, dass heute der 24. Dezember ist, dass heute Heiligabend ist und dass ich mir noch ein bisschen was habe einfallen lassen und da natürlich auch Unterstützung bekommen habe von einem DNOSler und auch einem Abonnenten von mir. Das ist der Warrior of Sneak und mit dem habe ich mich so unterhalten, weil er hatte mich angeschrieben und da ging es dann um Dota 2 Keys und ich habe jetzt noch 5 Dota 2 Keys, die ich natürlich nicht einfach so verschenken oder raushauen oder verschleudern will, sondern die ganze Aktion wird ab dem ersten Weihnachtsfeiertag anlaufen. Da werde ich jeden Tag ein ganz kurzes kleines Video bringen und eine dementsprechende Frage stellen. Die Frage bezieht sich meistens auf irgendwelche Dinge, die auf meinem Kanal mal gewesen sind, gelaufen sind, zu irgendwelchen Videos. Die können auch schon sehr viel älter sein. Also für alle, die schon ein bisschen länger bei mir gucken, die haben da natürlich einen kleinen Vorteil, weil ich sage mal so, die einfach nur rauszuhauen und zu sagen, die ersten 5, die kommen, kriegen so einen Key, das ist, finde ich, ein bisschen einfach. Und für mich ist das so das kleine Weihnachtsgeschenk für euch, was ich euch geben kann, aber ich möchte natürlich dann, dass ihr auch euch da so ein bisschen Mühe gebt und ein bisschen was machen müsst dafür, also nicht einfach nur herkommen und abgreifen die Dinger, sondern auch ein bisschen was dafür tun. Ja, das wäre es eigentlich erstmal nur dazu, damit ihr da schon mal im Vorfeld informiert seid. Es geht wie gesagt um Dota 2 Keys, 5 Stück an der Zahl. Und das Ganze wird ab dem ersten Weihnachtsfeiertag hier täglich irgendwo mit einer Fragestellung zu irgendetwas über meinen Kanal, über mich, über meine Videos dann erfragt. Und wer da gut und schnell ist, hat die Chance, so einen Key zu gewinnen. Ja, heute ist Heiligabend. Für mich natürlich auch besonders schön, weil ich werde das Ganze auch wieder im Kreise der Familie feiern. Ich denke, das werden die meisten von euch ja auch tun. Der Adventskalender hat uns ja nun seit Anfang Dezember begleitet. Mir hat das riesen Spaß gemacht, das ganze Ding zu tun, auch wenn es immer ein bisschen mit Arbeit verbunden war und manchmal das mit dem Hochladen nicht so geklappt hat, wie ich das wollte, weil YouTube da mal wieder gesagt hat, so, nein, du hast das zwar gestern schon hochgeladen als geplant, aber die Uhrzeit stimmt nicht, die ist ungültig. Das habe ich dann erst wieder am nächsten Tag gesehen, da musste ich das ganz schnell wieder freischalten. Aber letztendlich hat es mir einen riesen Spaß gemacht, solche Dinge auch mal zu bringen, abseits von irgendwelchen YouTube-Geschichten, Videogeschichten oder Games oder sonst irgendetwas, mal ein bisschen in der Geschichtskiste zu graben, um da für euch ein paar Dinge rauszupulen und euch das zu präsentieren. Ich hoffe, dass diejenigen, die sich's angeschaut haben, auch ihren Spaß dran hatten, vielleicht das ein oder andere gelernt haben oder die Sachen wieder in Erinnerung zurückgerufen wurden. Denn oftmals ist es ja so, dass man viele Dinge zwar mal wusste, aber man spricht nicht täglich drüber oder es beschäftigt einen irgendwann nicht mehr und dann gerät es in Vergessenheit, obwohl es vielleicht in der Geschichte gar nicht so unwichtig war. Ja, wie gesagt, aus dem Grund habe ich das Ganze eigentlich gemacht, weil ich was anderes machen wollte, als nur irgendwelches, weiß ich nicht, Gameplay-Gezeige im Adventskalender. Das war mir eigentlich ganz wichtig.
Ja, und wenn ich dann so gucke, was jetzt bei mir so demnächst alles noch so passieren wird, YouTube-technisch, kann ich euch schon mal darauf vorbereiten, dass also am kommenden Sonntag die letzten beiden Far Cry-Teile hochgeladen werden, Far Cry 3. Das heißt, an dem Tag wird dann auch das Finale kommen, weil ich möchte das eigentlich dieses Jahr ganz gerne noch abgeschlossen haben. Das Spiel hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, sei es im Koop-Modus, da wird noch ein bisschen was kommen, weil da spiele ich natürlich auch noch mit ein paar Jungs weiter. Das haben wir jetzt erstmal eingestellt, weil der eine oder andere dann mal unpässlich war aufgrund von gesundheitlichen Problemen. Ja, und das, wenn ihr die Runde jetzt ein bisschen mitverfolgt habt, das war mal ganz nice. Da habe ich mal eine Runde mit dem Ace gemacht. Egal, spielt nicht unbedingt die Rolle. Nein, aber Far Cry 3 hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht und das werden wir auch diesen Koop-Modus auf alle Fälle noch beenden mit den drei anderen Jungs. Ja, und Multiplayer, denke ich mal, Far Cry 3 wird dann hin und wieder auch noch mal ein bisschen was kommen, so für euch als Information. Wie gesagt, ich werde den Singleplayer abschließen am nächsten Sonntag. Da werden die letzten beiden Folgen kommen, dann bin ich damit durch. Ja, und dann kann ich mich wieder neuen Projekten widmen. Auch da werden natürlich auch wieder einige Dinge kommen. Ich werde die Reihe So funktioniert die Welt natürlich jetzt dann weiterführen, wenn ich da wieder ein bisschen mehr Zeit für habe, jetzt außerhalb der Vorweihnachtszeit. Und im nächsten Jahr gibt es natürlich auch wieder schon viele Titel, wo ich mich drauf freue. Einer davon ist natürlich Dead Space 3, ganz logisch. Crysis 3, auch eigentlich schon fest eingeplant für mich, weil das doch irgendwo auch Spielereien sind, die mich persönlich interessieren. Und ich denke mal, einige von euch werden das mit Sicherheit auch wollen. Ja, Black Ops 2, weiß ich nicht, ob da bei mir noch irgendwas kommen wird. Wenn ich da vielleicht irgendwann mal wieder Bock drauf habe, könnte es durchaus sein. Ja, wie der das erahnt hat, weiß ich nicht. Aber das wird sich dann irgendwann zeigen. Ich will mich da jetzt nicht irgendwie festlegen. Ich habe ja auch gesagt, ich werde eigentlich keine COD-Commentaries mehr machen, wenn ich jetzt mal so im Hintergrund so ein Gameplay laufen lasse, aber die ganze Thematik eigentlich off-topic ist, dann kann man das vielleicht mal machen, weil ich sage mal so, das ist bei mir jetzt irgendwo nicht Schwerpunkt, dass ich sagen will, ich muss das hier jeden Tag oder jeden zweiten Tag so ein Gameplay hochladen. Das hatte ich aber auch schon gesagt, da habe ich auch schon mal ein Gameplay zu gemacht und ein Video zu gemacht und hatte mich dazu geäußert. Aber wie gesagt, jetzt ist die Vorweihnachtszeit vorbei, es ist Heiligabend, wir sind im Prinzip mit den Vorbereitungen alle durch. Ich freue mich, dass ich mit meiner Familie zusammen feiern kann. Ganz speziell freue ich mich natürlich, dass dieses Jahr mein Sohn, der Junior hier bei mir ist, zu Heiligabend und natürlich auch der ganze Rest der Familie ist ja ganz klar. Das werden die Feiertage werden also ganz im Zeichen der Familie bei mir stehen. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich die Videos hochladen. Das ist alles schon geplant und in trockenen Tüchern. Das geht also nahtlos weiter, auch wenn ich da vielleicht nicht jeden Tag irgendwo präsent bin, um irgendwelche Kommentare zu schreiben oder auch mal die eine oder andere PN zu beantworten. Ich werde mit Sicherheit immer mal ein Auge darauf werfen, ob da irgendwas los ist und ob da irgendwas läuft. Und wie gesagt, die Aktion mit den Dota 2 Keys wird natürlich in der Zeit laufen, über die Feiertage, dass ich da für euch nochmal so ein kleines zusätzliches Weihnachtsbonbon bringen kann. Ja, was bleibt noch viel zu sagen? Es war ein interessantes, ein aufregendes, ein spannendes Jahr. Ich denke mal für viele von euch auch. Ich hoffe, dass ihr genauso ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest feiern könnt, wie ich es tue, mit eurer Familie, mit euren Freunden, je nachdem, wie jeder das so haben möchte. Mir hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich natürlich bei allen Zuschauern, bei allen Abonnenten, bei allen Kommentatoren, Kollegen, die da auch immer wieder mit dabei waren, die mich unterstützt haben oder die auch bei gewissen Aktionen immer mal wieder dabei waren. Ganz besonders möchte ich da natürlich den Self-Owned rausstellen, der doch immer wieder dann, wenn es drauf ankam und ich gesagt habe, ich brauche irgendwo für irgendeine Aktion mal Unterstützung, dass er auch immer wieder sofort als Erster da zur Seite steht und da etwas macht, finde ich immer ganz klasse. Und das ist auch wirklich einer der Kontakte, wo ich sagen muss, der wird gepflegt und das finde ich immer toll und ich bin auch immer gerne bereit, ihm zu helfen, da, wenn ich das in irgendeiner Art und Weise kann. Fand ich also ganz klasse.
Und ja, was gibt's noch zu sagen? Wie gesagt, dann kommt irgendwann ja schon das Jahr 2013. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch wieder ein neuer Special geben. So ein bisschen wie ich das letztes Jahr auch gemacht habe. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen, was das neue Jahr für uns alle bringt. Ich hoffe, dass es für euch alles Gute und nur positive Dinge bringt. Ja, das Gameplay ist zu Ende, spielt auch keine Rolle. Ich wünsche euch allen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit. Und falls wir uns so nicht mehr hören, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao, euer Dirty Harry.